Hi Leute, willkommen zurück zu Neverwinter. Wir sind dabei, wir müssen jetzt die Leuchtfeuer entzünden und haben ja auch, ich glaube in der letzten Folge war das, endlich unsere Nahkampffertigkeit freigeschaltet und Klingen bekommen, so eine schöne Echse, ist total cool. So, das heißt, ich muss jetzt nicht immer nur auf Distanz bleiben. Okay. Ah, der große, der geht mir schon von der. Komm her hier. Tja, damit hast du nicht gerechnet, ne? So. Den Bogen ausrüsten. Magisches Leuchtfeuer aktivieren. Wer verteidigen. Ich merke schon, es bringt mir nichts auf das Distanz kämpfen. Ich muss diese Idioten hier besiegen. Allerdings bekomme ich hier am Leuchtfeuer Heilung. Boah, du denkst, du kannst dich mit mir messen? Super. Wir haben hier einen elfischen Bogenschützen. Leuchtfeuer ist verteidigt. Das heißt, ab zum nächsten. Boah, fangen wir einfach mal der Wegmarkierung, die führen uns ja direkt dann zum nächsten, hoffentlich. Mal ein bisschen Damage dealen hier. Mach hier keinen Stress, Alter. Aber wie ihr merkt, es geht schon viel leichter jetzt, die zu besiegen. Mist! Ich hab's nicht ganz rausgeschafft. Okay. Komm her hier. So. Besiegt. Zum nächsten. Ah, da hinten ist das. Der ist markiert. Oh, jetzt noch einer. Ah, er markiert ihn. Mann, jetzt ist der Typ da auch noch ausgewichen. Ach, Mann, komm her hier. Vielen Dank, wer auch immer du bist. Ich hab den... Weiß nicht. Ich hab's irgendwie nicht gerade nicht ganz den Namen zu lesen. So, hier hinten haben wir halt Leuchtfeuer. Da kann ich auf jeden Fall, das ist eine schöne Position. Erstmal... Oh Gott, okay, ich kann es doch nicht machen. Die spawnen direkt hier, ich dachte, die kommen jetzt noch angelaufen. Mist. Mann, los, komm her hier. Ja, ich sehe gerade, ich habe nur noch so Aussehen am Leben gelassen, das war jetzt nicht meine Absicht. Super, jetzt haben wir das östliche. Jetzt fehlt nur noch das südliche. Aua. Das würde mich gleich mal heilen. Okay, cool. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, vielen Dank. Ein Amulett, Schatzlade des Riesen, ja, brauchen wir eh nicht. Ich meine, im Endeffekt können wir die für gut Geld auch verkaufen. Was sehr vorteilhaft ist. Okay. Boah, wir haben die gerade alle mit einmal ausgeschaltet. Ich hab die, oh mein Gott, das ist... durchdringender Ring. So, jetzt sind das Leuchtfeuer, Baby. Mach mich stolz. Okay. So, komm her hier. Ja, direkt.
verreckt. Motherfuckers. Oh, so wie abgeschlossen. Ja. Händler, Halle der. Halle der Händlergilde, Protectors Enclave. So, dann kehren wir das mal zurück und dann geht's in die Halle der Händlergilde. Das wäre ganz zum Vorteil. So. Und ich habe ja letztens noch gesagt, dass vielleicht noch ein Kumpel dabei ist, den ich vorgesehen hatte dafür. Der hat leider keine Lust. Weil aus dem geilen Grund, dass er einfach selbst nicht weiterkommt. Oh nein. Was ich echt doof finde, da ich ihm auch extrem da geholfen habe. Und es auch gerne wieder tue. Aber halt auch nur, wenn er jetzt irgendwie wirklich irgendwo stark Probleme hat. Sag mal, jetzt einfach so ein paar Quests, die er selbst erledigen könnte, da helfe ich doch nicht. Also, da habe ich keinen Grund für. Ich glaube, das könnt ihr wahrscheinlich dann noch nachvollziehen. Also, jetzt jemandem zu helfen, ist jetzt erstmal kein großes Ding, aber jetzt bei allem Möglichen helfen zu sollen, wo man halt selbst, wo er es eigentlich selbst alleine tun könnte. Da sage ich dann so, nee. Darauf habe ich dann nicht keine Lust. Wenn er jetzt beim Endgegner festhängt oder so, und den er echt nicht besiegt bekommt, dann sage ich ja, okay, ich kann dir helfen, so, weil ich ja schon eigentlich extrem weit bin. Und wenn ich weiß, ja, okay, der ist echt scheiße, dann ist ja in Ordnung, aber nicht so. So. Die Elfen waren einst die Aufseher der Welt. Was ist passiert? Ja, ihr seid schwul geworden. Die Elfen führten einst unablässig Krieg mit den Orks. Doch auch wenn wir für jeden der unsrigen ein Dutzend Orks in den Tod schicken, könnten wir sie einfach nicht besiegen. An unseren guten Tagen konnten wir sie gerade so abwehren. An schlechten Tagen. Heute habt ihr uns geholfen, sie abzuwehren. Dank an euch für eure Mühen und an Kyrillion, dass er über euch wacht. Okay. Wenn's raub, ihr habt eine neue Quest, schön. Töte 3 Orksapöre nahe der Halle der Händlergilde im Turmviertel. Ich muss jetzt zu der Halle, passt ja. So. So. Das ist die Halle der Händlergilde. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Keine Ahnung, was ich töten soll. Ich weiß nur, dass ich töten soll. Apöre. Alter, Aufseher? Alter, das wäre möglich, dass er vielleicht Aufseher meint. Die war von hinten an, Alter. Und? Nein. Oh, ich bin noch gar nicht Richtung Gebiet. Das ist. Ach, das ist. Hier so? Soll ich hier am Rand lang oder wie? Hä? So, hier, ich bin weg. Nein, ich bin natürlich so ungeschickt und fall runter. So einer ist das auch nicht. So. Los, okay. Also. Okay, ich gehe nochmal, ich verstehe das gerade nicht ganz. Oder ich gehe einfach rein und dann. Vielleicht finden wir drin welche und das geht dann auch.
Ich habe bereits zwei getötet. Okay, soll ich den halt zurückerobern und Kartok Paingiver töten. Ach, diese Namenskreativität, ne? Die ist so spektakulär. Wirklich, also besser geht's ja wohl echt nicht. Diese Legende ist erstaunlich, dass es von denen einfach. Man kann Astraldiamanten gegen Zen tauschen? Wie geil ist das denn? Oh, was soll ich meinen Gefährten aufwerten? Oh, jetzt will ich nur liegen, ob ich bei meinen guten Schwäben Gefährten aufwerte oder mich doch einfach gegen Zen eintausche, da ich bei dem jetzt auch nicht gerade eine geringe Menge habe. Oh, immer diese Fragen. Das ist so schlimm. Nanu? Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Alles mitnehmen. Okay. So, du verrätst. Ich sollte erstmal den töten, der schwächer ist. Weil der schon weniger Leben hat. Los, 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 los! Ah! Und bam! Zack! Religionspaket. Grausame Armschienen. Unidentifizierter Gegenstand. Noch einer. Nice. Ah. Auch nichts. Okay, wir kommen dem Kartok Paingiver immer näher. Wir sollen ihn zwar nicht töten, aber ich will ihn töten, weil er trotzdem eine Gefahr darstellt. Oh Gott. Ja, genau, fresst euch all meine Teile. Habt ihr eh nichts Besseres zu tun. Okay. Das macht Umgebungsschaden. Fett. Das ist wirklich geil. Wieso wusste ich das vorher noch nicht? Was hat er gefallen gelassen? Verleiherschlüssel. Okay, ohne Tourpaket. Nice. Nicht Naturpaket, sondern halt so eine Natur-Special-Kiste. Ach so, ich muss den töten, damit ich die Tür überhaupt mal öffnen kann hier. Ah, daran habe ich natürlich nicht gedacht. So, Kartok, wer bist du? Oh mein Gott. Bist du hässlich? Okay, muss man gestehen, ich hätte meine Ult nicht weggeben sollen. Hab ich ihn gerade überhaupt Schaden gemacht? Oh mein Gott, mein wenig Schaden. Okay, eigentlich geht's ja sogar noch, aber. Oh mein Gott. Gut, damit geht's ja, aber. Ja. Aua. So. Yay.
Oh, warte mal. Oh, ja, gucken wir mal rein bei Charakterbogen. Na gut, bei Kopf glaube ich nicht, dass wir da was anderes haben. Ne. Rüstung. Ich habe noch eine zerfledderte Tunika. Warte, heißt das, ich habe bei Kopf noch was? Oh, ich habe unidentifizierte Gegenstände. Machen wir jetzt mal daran, die zu identifizieren. Also erstmal die hier, ne? Natürlich kann ich sie nicht entsorgen. Ah, ich muss euch mal ein Abenteuer hoch, sag mal. Warum hatte ich den Feuer noch nicht? Ja, ausrüsten. Ja, meine Trefferpunkte sind mir echt witzig. Witzig. Wichtig. Ach so. Machen wir erstmal so. Wir können ja schon mal analysieren. Nein. Nein. Und dann können wir jetzt mal noch die Stiefel. Da. Einen weiteren Gegenstand ausrüsten. Ah doch, die sind besser. Ein Stück. Gucken wir jetzt mal eine Truhe. Der ist sogar gut, der Gürtel. Okay. So, das war jetzt schon mal auf jeden Fall ganz gut. Jetzt werde ich noch die anderen, den letzten Ork-Abhör töten, wo auch immer der sein mag. Irgendwie hier hinten getötet. Perfekt. Danke, Fremder. Natürlich, ich habe noch kein Pferd. Hurtig. So. Als Elfen müssen wir weise entscheiden, wann und wie wir unsere Kräfte einsetzen. Ich denke, heute haben wir genug getan. Wir möchten uns helfen, ihre Stadt zurückzuerobern. Falls ihr noch mal seid, noch mehr für sie tun zu müssen, dann lasst euch nicht aufhalten. Ich werde mich wieder melden. Na, tut er eh nicht. Der sagt das bloß so, der meldet sich nicht mehr. Ja, ich hab das fertig. Boah. Warte im Osten der Neverwinterwache, um den befreiten Quickfoot zu treffen. Begebt euch durch die Mauerbresche im Süden zu Kundschafter Galen. Oh, ich weiß, dass er zur Quest kam. Ich habe noch kein Pferd. Wieso habe ich noch kein Pferd? Ich sollte mir wirklich mal ein Pferd anschaffen eigentlich. Ja, wir gehen jetzt Pferd kaufen. So, das muss jetzt echt erledigt werden. Weil es erleichtert einen so viel, wenn man ein gottverdammtes Pferd hat, ey. Gehe ich überhaupt richtig? Firewoman hat euch in eine Gruppe eingeladen. Beitreten? Nein, ich will Pferd kaufen. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich überhaupt. Ah, ich muss nach rechts, okay. Oh, Sackgasse, oh, komm schon! Oh, jetzt geht die mir aber auf die Nerven. Weg mit euch! Oh Mann!
God damn, that hell of damage. Firewoman unterstützt mich. Oh, und noch mehr. Verbindlichen Dank. Firewoman. Aber komm nicht wieder auf die Idee, mich in eine Gruppe einzuladen. Ich will einfach nicht. Oh, Rückstand. Ey. Okay, ja, wie wir gesehen haben, ich bin einfach zu doof, um einen einfachen Weg zu folgen. Okay, lass mich in Ruhe. So, jetzt werde ich hier mit Einladung zugespammt. Also das seht ihr jetzt nicht, weil es halt jetzt nicht in-game ist. Ja, ich werde es noch schnell Pferd kaufen. Und hier... Ich bin im Kreis gelaufen. Gut, ich weiß jetzt aber, wo wir sind und wie ich laufen muss. Das ist ein extremer Vorteil. Ich hätte auch einfach die Quest einstellen können. Dass ich den... Nice. Nice, ist recht hier. Dass ich nach Protectors Enclave will. Yay. So. Wie ihr merkt, Weg zieht sich in die Länge. Mit einem Pferd könnte man das einfach total reduzieren. Und nebenbei, keine Ahnung, irgendwelche Reiterlieder singen. Und das. Und ich weiß, später werden das so richtig doofe Distanzen. Das ist nervig. So. Protectors Enclave. Genau da will ich hin. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was die jetzt hier alles an Pferden hatten. Ich mal gespannt. Und ja, mal sehen. So, hoffentlich leckt das jetzt hier auch nicht so. Was hat ihr denn? Ja, das könnte ich vielleicht noch machen. Das ist ja jetzt keine große Quest. Also die Drachengeborenen hier, der Dragonborn. Ja, versprechen. Guter Mann, dieser Feldwebinox. Lord Neverember hat angeordnet, dass die Schaumdakul-Stelle jeden bereitwilligen Anteil mit einem kostenlosen Pferd ausstatten sollten. Bei so etwas helfen wir natürlich immer gerne. Und es würde uns auch nicht im Traum einfallen, uns über entgangene Einkünfte zu beklagen. Sehen wir also einmal, was wir für euch im Angebot haben. Wow. Sabine oder Waterdeep. Insignienplatz erleuchtet und aufgeklärt oder majestätisch aufklärt? Ne, erleuchtet ist einfach besser. Bin ich persönlich jetzt der Meinung. Und ausrüsten, ja. Ich muss jetzt mein Pferd haben und... Wusch! Magic! Verbum öffnen und drei Tiere anziehen. Hör den Bogen offen und... Hier reingehen so. Schön.
Nein! Halt zurück! Tagebuch. Die Drachengeborenen auswählen. Quest-Verdancing? Ah! Mann, Mann, Mann. Okay. So, Reiter geschwind. Mein Waterdeep fährt. Yeah! Spring hinauf die Treppen, mein majestätisches. What the fuck? Mein majestätisches Pferd. Was? Lol. General Barrasch. Seid gegrüßt, Held von der Winter. Ah, der Held der Winter kommt ist. Es freut mich, euch endlich kennenzulernen. Ich freue mich schon darauf, an eurer Seite gegen den Kult der Drachen zu kämpfen. Des Drachen zu kämpfen. What the fuck? Das ist so ein Ding, das habe ich wirklich nie verstanden. So, sie sind Drachengeborene. Und kämpfen gegen den Kult des Drachen. Müsste der Kult des Drachen sie nicht eigentlich als die menschengewordenen Drachen verehren? Oder verstehe ich da jetzt etwas falsch? Das ist irgendwie seltsam. Mal gucken, vielleicht gibt es noch irgendwas gratis. Ja. Ich meine, gratis, ne? Mal nutzen. Oh mein Gott, den habe ich mir noch nicht geholt. Ah ja, Boys. Girls. Wir haben jetzt einen Gefährten. Muss jetzt aber erst noch aktivieren. Oh, wie nennen wir den? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist Senpai. Weil ich bin Sensei, also wird er Senpai heißen. So. Gefährten. Rufen. Da ist er. Senpai! Notice me! So. Ja, den. Ja, das kann ich noch nicht. Ich habe jetzt einfach mal den Erdbebenschuss. Talente. Okay. Tegelkräfte vorsammeln, mehr Schaden. Verschance. Ey, es bringt alles dieses Anfang so einfach total wenig. Was signifikant ist. Oh, ein Hexenmeister. So, na, damit würde ich sagen, beenden wir es auch mal für heute. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.